Und damit herzlich willkommen zurück zu Gas Station Simulator. So, neuer Tag, neue Aufnahme. Ich muss dazu sagen, nach meiner letzten Aufnahme hatte ich mal wieder einen Absturz. Deswegen weiß ich nicht mehr so genau, was ich in meiner letzten Aufnahme schon alles erwähnt habe oder besser gesagt, was verloren gegangen ist. Also würde ich es einfach mal wiederholen. Ich habe natürlich vor, nicht alle Dekorationsgegenstände zu kaufen. Nein, ich würde zumindest die Bushaltestelle noch verbessern und vielleicht die unnütze Vakuumknarre kaufen. Die hat keinen wirklichen Sinn, aber ich glaube, mit ihr kann man so ein paar Achievements bekommen. Vor allem dieses Autos fliegen lassen und Menschen fliegen lassen. Deswegen würde ich versuchen, die vielleicht auch noch zu kaufen. Gut, jetzt muss ich erstmal schauen. Also, sie reinigt erst an der Kasse. In der Werkstatt ist niemand. Angestellter. Sprich, Aufgabe: Geh mal Autos reparieren. Sie mal, hört mal auf mit Hupen, ja? Muss ich mal gucken, in der Werkstatt Reifen fehlen, Spiegel fehlen und so. Ich glaube, das hatte ich alles in der versauten Aufnahme gekauft. Und dann ist abgeschmiert. Ach, ist einfach wirklich noch nicht so ganz ausgeprägt, das Spiel. Das ist noch nicht so ganz fertig. Da gibt es noch so viele Fehler. So, Zeitungen. So, Alkohol nach. Hier habe ich keine Produkte mehr. So. Hab ich auch keine Produkte mehr. Und hier auch nicht. Das ist natürlich not so gut. Weil irgendwie muss ich ja zu Geld kommen. Zack. Jo. Bitteschön. So, an der Kasse ist jemand. Wonderful. Sie läuft mal wieder in der Gegend rum. Not so wonderful. Ah. Ja, jetzt kann ich ja mal gucken. Waren. Teuer. Ja, hier hatte ich ganz viele Spiegel gekauft. So, 1000. Wow, kann ich mir gar nicht leisten. So. Spiegel gehen raus. Spiegel bringen nämlich Geld. Ist der Vorteil, wenn jemand in der Werkstatt ist. Wenn ich selber das Ganze mache, dann haben die immer irgendwelche Bedürfnisse, die ich nicht erfüllen kann. Na, sowas wie Reifen. Wenn jemand anders macht, dann geben die sich mit dem zufrieden, was es gerade so gibt. So. Hier gucke ich einmal kurz runter. Ja, wir aktivieren mal. So, weg damit. Kann ja nie sicher gehen. Irgendwas ist ja immer. So, da hinten kommt meine Ware. Immer putzt sie hier überhaupt noch? Bin mir manchmal nicht so ganz sicher. Angestellte, Statistik zeigen, Level 6. Ah, die auf ein hohes Level zu bringen. Eigentlich, wie gesagt, brauche ich keine Putzkraft. Ich mache das nur für das Achievement. Aber ich möchte sie auch nicht mit einem Bonus bezahlen, um das schneller voranzutreiben. Weil Bonus kostet Geld. Und nein, ich möchte Geld sparen. So. Geht mal an die Kasse, Leute. Naja, du. Reich ist erschöpft. Oh, Ware ist da. Ja, bin ich schon auf dem Weg. Bin schon auf dem Weg.
Hup mal nicht, ich höre dich. So. Zack. That'll do. Bye bye. So. Zehn hier. Und zehn da. So. Zündkerzen haben wir eigentlich noch. Hier muss ich mir keinen Kopf machen. So. Sieht das bei Öl aus? Öl klappt. Hier ist aufgefüllt. So, mach Geld. Junge, mach Geld. Wir brauchen Kohle. So. Ja, sehr schön. Das ist der Extra-Groschen. Das ist der Extra-Groschen. Finde ich gut. Finde ich gut. Das mit dem Trinkgeld dort, das klappt schon. So, Hüte aufgefüllt. Ja, Snacks. Hm, keine große Auswahl, ne? Nehmt das, was da ist, Leute. Nehmt das, was da ist. Fragt nicht nach den Waren, die es nicht gibt. So. Ja, viele Kunden auf dem Parkplatz. Pops, du wirst dich gleich ausruhen müssen, ne? Sehr schön. Hat die Runde gekriegt. So, ansprechen. Aufgabe, geh mal bitte an die Kasse. Ich mache hier mal kurz sauber. So. Sehr gut. Ja, ist ja fein. Ich bin ja schon da. Ach, schönes Trinkgeld. Heilung. Wieder gutes Trinkgeld. Das war die Werkstatt. Aber aus der Werkstatt kriegen wir zurzeit nicht viel Geld raus. Das ist das Problem. So. Sauber gemacht. Ich muss den Leuten rein theoretisch wieder neue Ware andrehen können. Was ist denn eigentlich Werkstatt? Batterien könnte ich ein paar kaufen. 400. 500 raus. Und den Rest mit Spiegeln. So, sehr schön. Da hinten kommt die Ware. Dass ich erstmal die Spiegel wieder ein bisschen auffüllen kann. Jetzt, wo sie günstig sind. Und dann fehlt es nur an diesen Kratzersticks und Reifen. So, warte mal, du hattest doch Papier hier irgendwo liegen, genau. Das war deine Kündigung, ha? So. Waschanlage ist auch wieder jemand. Sehr gut. Hinein spaziert. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Kunden bedienen. Ja, das klappt ja nicht mit dem an der Kasse.
Was wäre, wenn ich selbst an der Kasse wäre? Dann 10 Kunden innerhalb von 2 Minuten? Nein. Nein. Die haben dann immer 1000 Waren, die sie haben wollen. Das ist so eine Herausforderung. Ach so, er macht es doch, die Herausforderung sehe ich gerade. Ich dachte mal, das klappt nicht mit denen, aber nein, er macht die Herausforderung. Dann ist dem so. Habe immer gedacht, das klappt dann nicht. Zähne hier rein. Rest da. Batterien. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Meine Güte, regt euch mal nicht so auf. So. Super. Ja. Siehst du, über $10 Trinkgeld. Was ist Reparatur? Haut doch so weit hin. So, siehe. So, wieder putzen. Die muss putzen, die muss leveln. Aber die Aufgabe ist doch. Der hat einen Kunden bedient. Kannst du mir nicht erzählen. Kannst du mir nicht erzählen. Der hat mehr als einen Kunden bedient. Der Zeiger, der geht nur auf eins hoch und danach ist hier. Nee, furchtbar. Absolut furchtbar. So. Undankbare Quest. Eine absolut undankbare Quest ist das. So, wann kommt denn hier mal meine Ware? Ach nee, halt, Ware habe ich doch schon geholt. Und Käse. Und eine neue Ware bestellen. So, Batterien. Und nochmal ein Spiegel hinzu. Jo. Putz die Tankstelle, Mädel. Putz die Tankstelle. So. So. So, sehr schön. Wie weit ist sie? Es müsste mindestens Level 7 sein. Level 7. Aber die dümpelt da vor sich hin. Die dümpelt da jetzt vor sich hin. Die höheren Level, das ist einfach schwieriger. So, da hinten kommt meine Ware. Ware hier drinnen müsste ich dringendst neu kaufen. Aber ich will halt erstmal so ein bisschen Spiegelpuffer haben und sowas. So. Kommen Sie rein. So. Und tschüss. Es fehlt hier in der Werkstatt an grundlegenden Dingen. So. Gut, haben wir erstmal wieder ein paar Batterien auf Tasche. Huch, da sind sie schon wieder alle. Zack. 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 Boah, ihr habt mich eingekeilt. Leute, ihr habt mich eingekeilt. Ja, und jetzt ist hier die Sache. Jetzt ist gerade mein Benzin so, dass ich sage, okay, müsste nachbestellen. Hier drinnen müsste ich nachbestellen. Und der Werkstatt, das ist jetzt auch nicht so viel. Und das macht die Sache schwierig, sehr, sehr schwierig. Da.
natürlich kommt genau in dem Moment ein Kunde. Wie sollte es anders sein? Juan, du musst ja mal in die Werkstatt. Aufgabenliste, Autos reparieren. So. Lieferung, Kraftstoff, Bestellung. Und da ist schon wieder mein ganzes Geld weg. Geh ich mal hier runter, weil es waren schon wieder viele in der Waschstraße. So, sehr schön. Die Straße ist erstmal wieder sicher. Ah, weggeslidet. So. Sehr gut. Sehr fein. Oh, da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Naja, was soll's. So. Zack. So. So. Ja, da fährt schon das Tankfahrzeug vor. Ich bin echt nur damit beschäftigt, meine Regale aufzufüllen mit dem Geld, was ich verdiene. Das holen die einfach nicht raus. Die holen nicht gut Geld raus. Elon, erklär mir das. Erklär mir das, wie man sich hier Dinge leisten soll für 50.000. Ohne zu cheaten. Du brauchst ja Ewigkeiten. Du brauchst ja Ewigkeiten, um mal irgendwie ins Plus zu kommen. So, sie ist noch am Reinigen. Warte mal. Sehr schön, $5 extra. So, Elon. Hast du mal zu Ende betankt? So. Hier wird nicht gehupt. Kommen Sie, lassen Sie mich ran. Sehr gut. Wenn du alles selber machst, kriegst du auch gutes Trinkgeld zusammen. Aber es kostet halt Zeit. In manchen Bereichen hast du diese Zeit nicht. So, ja, ist ja gut. So, jetzt machen wir erstmal eine Lieferung. So. Zack. Alles super teuer. Hier bin ich Heimer. So, mal gucken. Autopflege, oh, naja. Nüschis. Wäre das Regal ein bisschen voll. Bestellung geht raus. Mal ein bisschen das Regal voll machen. Sehr schön, gutes Trinkgeld. Ist sie immer noch Level 7 bestimmt. Jo, zur Hälfte voll erst. Oh boy, das wird Ewigkeiten dauern. Das wird wirklich Ewigkeiten dauern. Bis die auf Level 10 hast. Und die einzige Reinigungskraft, die ich auf Level 10 habe, weil Reinigen bringt nichts. Oh nein. Oh nein, jetzt müsst ihr auch noch kommen. Das war ja so klar, dass die jetzt noch kommen müssen. Ach, furchtbar. Fahrzeuge reparieren. Und der an der Kasse kann gleich nicht mehr.
Komm ran, bring die gute Ware. Sag mal. Schweben ja in der Luft. Sehe ich gerade das erste Mal. Schweben die immer schon in der Luft? War ja nicht mal ein Tisch oder so? Ist der Tisch weg? Hey, hier fehlt alles. Ist das ein Grafikfehler oder ist das jetzt einfach verschwunden? Meine ganze Musikanlage fehlt. Good to know, Leute. Ja. That will do. Ups. Angestellter. Aufgabenliste. Geh mal bitte die Kasse bedienen. Wir wollen jetzt erstmal alle auf den Klo. So. Nice. Zack. Sehr schön. Ja, war nicht so gut, ich weiß. Mensch, hätte ich die Eier reinsetzen können. So. Was denn? Reg dich nicht auf. Tabakwaren, bitteschön. So. So. Eis habe ich noch nicht geholt, ne? Gut. Sehr schön. Läuft soweit. Ist sie draußen? Nee, die kommt erst. Ja, Fahrzeuge repariert. Wenn keiner kommt, kann ich nichts reparieren. So ist die Regel. Dem ist leider so. Kommt kein Kunde, habe ich nichts zum Reparieren. Oh, Gepäck und so. Hm. Wenn die Reihe durch ist, mache ich nochmal eine kleine Kaufaktion. Möchte nur mal kurz hier drinnen gucken. Oberste Reihe ist schon wieder leer. Spiegel stehen noch. Hinten jetzt auch ein paar Spiegel. Naja. Muss halt mal so gehen. Putze schneller, Mädel. Top of the line job there. So. Weiter geht's. Immer schön kaufkräftig sein, Leute. Oh, Kraftstoff. Zack. Super. So. Just as I wanted. Sehr schön. Bedien die Leute, die müssen Geld ausgeben. So. Also nochmal Snacks, Autozeug, Eis und sowas. Das wär's jetzt. Lieferung. So, Autopflege. Gepäck. Was noch? Ach, Eiscreme. Spielzeug. Kann ich mir sogar ein bisschen mehr leisten noch. Hüte. So. Bestellung geht raus. Ich möchte die Bestellung nicht allzu groß nehmen, weil ich muss ja doch die Leute wieder zahlen.
So. Huch. Haben sie sich von hinten angeschlichen, ey. Komm, steig aus, stell dich hin, lass dich betanken. So, $5 extra. Sehr gut. Zack. So, feini. Well, I didn't ask for this. Ach, wen hast du jetzt beschissen? Wen hast du jetzt beschissen? Nicht so gut. Gut, dann ist der Laden erstmal wieder befüllt. Ja, und dann ist wieder Werkstatt dran. Ja, dann ist wahrscheinlich wieder Benzin dran und ich komme nie zu Geld. Ich weiß gar nicht, wie das sein soll, dass man hier Gewinn machen kann. Ich sehe es nicht so wirklich. Wirklich nur beschäftigt, hier die Leute zu bezahlen. Ist ja furchtbar. That'll do. That'll do. Ja. So. 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 Zack. Zack. So, sehr gut. Büschis. Ja, wieder ein bisschen Spielzeug im Angebot. So. Die Route sieht schon wieder aus. Oh, Kraftstoff habe ich 3 Kunden. Bitteschön. So, es ist 2 Uhr morgens. Ich hoffe, die Reifen sind jetzt wieder günstig. Ich hoffe wirklich, die Reifen sind jetzt wieder günstig. Ja, große Auswahl gibt's nicht. So. Sehr gut. War alles wieder aufgefüllt. Müll macht die dann. Weil die wieder da ist. So, Waschanlage ist jemand. Ey, diese überteuerten Preise. Stellung geht raus. Ich muss ein paar kaufen. So tue ich hier gar keinen Gewinn aus dieser Werkstatt raus. Oh, wer hat den Müll hier für so voll gemacht? So. Wer hat den Müll so voll gemacht? So, einmal nach hier unten. So. Sehr gut. Die ist gleich wieder ausgeruht, da kann sie weiter putzen. Ja, dann kommt da hinten die Reifen. Hm, die überteuerten Reifen. Super. Sind sie soweit? Sehr gut. Die ist ausgeruht. Angestellte, bezahlt die Frau. Aufgabe. Tanke reinigen. So, da kommen meine Reifen.
Ich kann Autos knacken, ja, für 100 Dollar. Naja, es kommt ja ein bisschen Geld bei rum. Jeden Kofferraum ist hier in der Regel noch ein bisschen zaster. Oh. Ist mal jemand die Werkstatt hier? Angestellte, hier, Aufgabenliste, Autos reparieren, bitteschön. Du hast hier Kundschaft. Elon Musk vor allem. Doppelt wichtig, dass dieser Mann möglichst schnell wieder verschwindet. Der erzählt dann den Leuten was von seinen Elektroautos. Nein, an der Tankstelle hat er nichts zu suchen. Awesome. So. Bremse. Zack. Top of the line job there. So. Oh nein. Oh nein. Muss das wieder sein? Ach, der Sandsturm kommt wieder. Ja, nimm den Müll mal mit raus, Kleines. Sehr gut. Warte mal, dass ich wenigstens ein bisschen was in der Folge erreicht habe. Ja, genau, der super teure Wal. Nein. Da kann ich mir noch gar nicht leisten. Oh. Entschuldigung, ich habe gedacht, das kostet 1500. Das kostet 1800. Jetzt aber. So, das nächste 700 noch. Kriegt man irgendwie hin. Kriegt man irgendwie hin. Die Bushaltestelle wenigstens so ein bisschen was schöner ist. Ja, ich kann nicht sehen. Tut mir leid, Leute. Der Sandsturm ist wieder sehr stark. Meisterschloss, wie sollte es anders sein? Sag Meisterschloss. Bitte mal nicht hier die ganzen Meisterschlösser. So. Durchschnitt geht's. Zack. So. 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 Nee, ich steig gerade ein, ist ungünstig. Meisterschloss, wie sollte es anders sein? Sehr gut. Sehr feini. Schöne Sache. Durchschnitt. So, jetzt knacken wir hier noch ein. Kein Meister. Durchschnitt. Sehr schön. Und tankt sie es auch viel besser, wenn der Kofferraum leer ist. So, ja. Sehr gut. Ja, an der Kasse muss ich gleich mal ausruhen. Angestellte bezahlen. Sprich mit ihm. Geh an die Kasse. Was ich auch machen werde, dass ich das endlich abgeschlossen habe. Was? Ach, falsche Taste gedrückt, sorry. Falsche Taste gedrückt, jetzt kommt das hässliche Ding. Und hier. Sehr schön. Und jetzt gibt es wirklich nur noch diese vier super teuren Dinger, die ich nicht vorhabe zu machen.
Machen wir schon schnell in der Folge das hier. Warte mal, ich räume noch schnell den Sand weg. So, rein theoretisch 10 Riesen für die Vakuum. Dann. Das wär's. Ich muss nur mal gucken, wie viel Sand hier überall rumliegt. Nur der eine, das ist gut. Nur der eine, das ist sehr gut. So, bringt das weg. Fahrzeuge betanken. Nächste Quest. Sollte eigentlich möglich sein. Und ich bin der Tankwart. So. Ja, betankt man die drei noch schnell. So. So. Gut, gut. Für diese Folge soll es gewesen sein. Da ist die Bushaltestelle jetzt noch hübsch. Und wie gesagt, eigentlich nur noch die Wachkommknarre. Der Rest interessiert mich nicht. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Reingehauen. Hallo, Lady.